Somit haben wir jetzt eine weitere Kuh. Vier Kühe. Und unsere Farm vergrößert sich noch mal ein kleines bisschen weiter. Nämlich genau genommen um eine Kuh. Da ist der Typi. Hey, ich habe die Kuh in den Stall gebracht. Pass gut auf sie auf. Zuerst solltest du ihr einen Namen geben. Schölere. Schölere. Ja. Und zwar ein weiterer Vorschlag für eine Kuh war der Name Nala. Nala, ich meine, hieß so, nicht so die Freundin von Simba aus der König der Löwen? Ich glaube ja. Auf jeden Fall, unsere nächste Kuh heißt Nala. Doch. Typi, da ist er. Ja, 500, alles klar. Nimm's mit. Diesmal ohne Kuchen, aber ist ja nicht so wild. Man muss ja nicht jedes Mal einen Kuchen kaufen. Achso, sie hat das Kind in der Hand. Ich dachte gerade, sie hätte die Hände vors Gesicht. Ja, wie dem auch sei. Herz von seiner schönen Seite. Der Himmel ist klar und freundlich. Und ich ziehe mir ein Riesencroissant rein. Alles gut. Gehen wir mal zu den Kühen und sehen, hier sind unsere drei Basiskühe. Und hier oben ist eine neue Kuh. Hier ist nämlich Nala. Nala, la, 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 la. Ja, Nala, braves Mädchen. Gut siehst du heute aus. Ich will die Kuh nicht melken. Ich will die Kuh bürsten. Genau, ungefähr so. Wunderbare Sache. Ellie, Miku und Yumi. Da. Ja, bürsten wird sie die Kuh bürsten, genau so. Yumi gibt immer noch einen wahren Kanister an Milch. Riesengroßes Ding. Das ist Miku. Gibt mittlerweile schon eine größere Flasche als Ellie. Oder... Ja, ich will nicht mit Ellie reden, ich will Ellie eigentlich nur melken. Ja, genau, danke. Die Ellie gibt so eine kleine Flasche, die geben wir am besten mal Maria und dem Kind. Hier, Bums. Besten Dank, das sieht köstlich aus. Ja, das wird sehr wahrscheinlich auch köstlich sein. Und dann wollen wir die Kühe nochmal füttern. Da. Am schönsten wäre es, wenn dieser Futterspender genau dort unten neben dem ja, Milchkasten, neben dem Warenkasten wäre. Da könnte man eine Milch dorthin bringen und gleichermaßen ein Paket Futter zurückbringen zu den Kühen. Aber es ist doch mal was auf der anderen Seite. Da das Pferd hier nicht rein kann, müssen wir die Milchkanister halt immer dort unten hinschleppen. Nicht so geil, aber passiert. So, was können wir heute noch reißen? Montag, es ist jetzt 12. Ich würde sagen, unser Hund ist halt immer noch. Na Hundi, können wir eben gucken, wie unser Zaun aussieht, wie unser Grundstück aussieht. Eigentlich soweit ganz gut. Unkraut gibt es ja auch nicht mehr. Ja, unser Grundstück ist eigentlich sehr aufgeräumt. Ja, es ist ziemlich aufgeräumt. Der Zaun ist auch nicht kaputt. Im Grunde gibt es nicht so wahnsinnig viel zu tun. Wir können mal gucken, wie viel Holz wir noch haben. Das wird noch so eine Geschichte für den Winter, dass wir... Holzvorrat 28, ja, dass wir unser Holzvorrat nochmal wieder aufstocken. Ach ja, mir wurde gesagt, ich muss den Hund umarmen. Das hat mir auch Komorin gesagt. Ich muss den Hund 100-mal umarmen. Okay. Ich meine, ich trage ihn sowieso schon immer bei Regen rein und raus, aber... Machen wir es umarmen mit dem Hund. Den Hund umarmen ist übrigens das hier. Das ist den Hund umarmen. Das müssen wir im Spiel 100-mal machen für das beste Ende. Deswegen machen wir es jetzt einfach mal, keine Ahnung, einige Male. Wupp, wupp, wupp. Wupp, 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 wupp. Das, okay, das sieht sehr komisch aus. Gehen wir wieder weg. Alles klar. Können wir das Pferd auch umarmen? Nee, wir können aber auf dem Pferd reiten. Ja. Okay, es ist jetzt wie spät. Der Apollo war schon da. Nee, da kommt er gerade. 850. Nur für Eier und Milch. 850. Wir kriegen bald jeden Tag ein Tausender. Wobei wir die eine Milch ohnehin noch Maria gegeben haben. Aber nur so viel dazu. Wie wird das Wetter morgen? Regen! Regen! Ich muss den Hund reinbringen. Okay, bringen wir den Hund rein. Bringen wir den Hund rein. Es regnet morgen. Hundi, wo bist du? Hundi, komm her. Rein mit dir. Rein. Wupp, 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 wupp. Nee, ohne Scheiß, nehmen wir den Hund mit rein. Bevor es zu spät ist, bevor es dunkel wird und Maria vor uns pennen geht.
Ach, verdammte Scheiße. Ist okay, ist egal. Leg mal eine halbe Stunde, kann die Alte warten. Ich halte den Kopf nicht aus. Das Kind schläft auch schon, alle pennen außer mir. Okay. Gut, dann bis morgen. Regentag in Absurdistan. Ich halte den Kopf nicht aus. Was kannst du heute machen? Nichts kannst du heute machen. Was will die denn? Morgen ist das Eierfestival. Um 3 Uhr werde ich auf dem Marktplatz sein. Füttere dein Vieh, bevor du auf das Fest kommst. Ich werde aber vorher noch die Waren aus der Sammelbox abholen, wenn du etwas zu verkaufen hast. Tschüss. Ach, das ist morgen schon das Eierfestival? Es ist morgen schon. Okay, morgen ist der 20. Ah. Alles klar, dann sollte ich mich darauf vorbereiten, den ersten Platz zu machen. Denn wir brauchen noch etwas. Uns fehlt noch eine Sache. Und ich bin fest entschlossen, diese Sache zu bekommen. Koste es, was es wolle. Deswegen, bis morgen. Freut euch, ihr Leute. Das Eierfestival steht uns bevor. Das Wetter ist gut und alle sind recht herzlich eingeladen. Okay. Diesmal ist es soweit. Dieses Mal werde ich mir den ersten Platz holen. Und alle Eier finden. Was sagst du dazu, Maria? Ach, Maria, geh mal pennen. Geh mal einfach pennen. So, Maria. Ich weiß, dass du viel arbeitest, aber lass uns das Fest besuchen. Du bist doch gar nicht mit dabei. Du warst letztes Jahr schon nicht mit dort. Aber gut. Das Fest besuchen. Ja, ich werde das Fest besuchen. Aber erstmal gehen wir zu den Tieren. Okay, hier können wir schon ein bisschen üben. Eier nach Farbe sortieren. Wir haben weiß und weiß und hier haben wir nochmal weiß und weiß. Und das weiße Ei gefunden hat es Mick. Und er hat es als erstes abgegeben. Mick ist auf dem ersten Platz. Ja, so ungefähr. Okay, noch zu den Kühen und dann geht's los. Dann geht's los. Der erste Platz ist mein diesmal. Der erste Platz ist mein. Kühe, ich habe heute keine großartige Zeit für euch. Hi, melken. Weiter. Hi, melken. Weiter. Hi, melken, weiter. Hi, melken, melken, melken. Okay, da gibt's nichts zu melken. Bürste, Bürsten, Bürsten, da. Bürsten und Bürsten. Okay, alles erledigt. Noch einmal Futter. Und, Nala, du frisst auf der falschen Seite ganz nebenbei. Da. Und es geht los. Okay. Okay. Ich habe nicht voll gespeichert. Ich bin ja kein Betrüger. Wobei, das Spiel speichert ja automatisch. Also, man kann ja automatisch speichern jede Nacht. Demnach. Aber nein, ich werde nicht neu laden. Ich werde das Ergebnis nehmen, welches hier jetzt bei rauskommt. Okay, Eierfestival. Eierfestival. Gut, okay. Diesmal werde ich auf dem ersten Platz sein. Diesmal werde ich das bekommen, was ich schon letztes Jahr haben wollte.
kleines rothaariges Hexenkind. Geh damit durch dein Handicap. Du bist ein Handicap. NSA-Potschnitt-Kind, das auch auf der Stelle läuft. Der Gewinner bekommt den großen Preis. Das werde ich sein. Ihr drei Tröten. Ja. 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 Laber nicht. Viertler-Typi ohne Arme. Ja, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Und, Kollege Besowski? Preissaft? Ja, der Preis ist Saft. Ein ganz besonderer Saft. Gut. Okay. Okay. Alles klar. Bürgermeister, wir veranstalten die große Eiersuche. Die Regeln sind leicht zu verstehen. Die Person, die das Ei mit der gleichen Farbe findet, wie ich sie zeige, gewinnt. Kann das Spiel beginnen? Ich bin bereit. Oder auch nicht, ja. Okay, ganz locker. Ich muss ein bisschen runterkommen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es geht ja um etwas. Es ist die letzte Chance. Letzte Chance, an die Sache zu kommen, die ich haben will. Und ich will sie haben. Deswegen. Und da ich gesagt habe, dass ich nicht nochmal wieder laden werde, kommt es jetzt gleich auf mein Geschick an. Beziehungsweise eher auf mein Glück, aber okay. Okay, 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 okay. Gut. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich bin total tiefenentspannt. Ich bin völlig ruhig. Nichts kann mich erschüttern. Wir werden die Sache jetzt ganz ruhig angehen. Okay. Auf geht's. Hier ist die erste Farbe. Okay, das grüne Ei. An die Seite, an die Seite, an die Seite. Wo ist das grüne Ei? Wo ist das grüne Ei? Ich muss das grüne Ei finden. Hier oben drin ist... Das ist lila. Das ist lila. Okay, 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 okay. Okay, hier ist es. Nein, hier ist gar nichts drin. Scheiße. Alles gut, das grüne Ei, da war lila und nix, lila und nix, lila und nix. Da ist das rote, verdammte Grütze. Ah! Da ist auch nix, das gibt es nicht, es ist genauso los wie letztes Jahr. Da ist noch irgendwas. Da, das ist das blaue, das ist das blaue. Ja, wir haben noch nicht verloren. Da ist das grüne, ich hab es, ich hab es, ich hab es, das. Verdammte Scheiße. Aber es hat niemand außer mir gekriegt, es hat niemand außer mir gekriegt. Das ist schon mal nicht schlecht. Rosa, okay. Rosa muss weiter unten sein. Rosa muss weiter unten sein. Es steht immer noch... Ah, da war ich doch gerade. Es steht immer noch 0 zu 0 für alle. Rosa. Rosa, rosa, rosa. Das ist rosa, okay. Das ist rosa. Das ist rosa. Komm ich hier unten rein? Ja, komm ich. Alles gut. Rosa. Rosa, rosa. Hier, da. Hier, friss das Ei. Okay. Ja, okay, nächste Farbe. Rot. Hatten wir schon rot? Ich hab's vergessen. Verdammt. War hier rot drinne? Ich weiß es nicht mehr. Da hier war blau drinne. Scheiße, ich hab's vergessen. Ich glaube, wir hatten rot noch gar nicht, oder? Hier ist rot. Hier ist gar nichts. Verdammt. Ich hab vergessen, wo rot war. Rot war oben, oder? War hier rot? Na, hier war blau! Ah! Verdammt, das wird nix. Ah, verdammt! Wo war denn jetzt mal rot? Ah, verdammte Scheiße! Okay, das sieht nicht so gut aus. Diese komische Farbe, die war doch hier drinne. Nee, die war da ganz hinten, oder? Ah, die war da ganz hinten drinne. Okay, ich glaube, ich bin gerade dabei, völlig zu verkacken, aber... Hier war doch dieses lilane Ei drinne. Ja, okay. Okay. Biss dich! Da ist es. Okay, wunderbar. Okay, das Blaue. Das Blaue weiß ich, wo das ist. Das blaue Ei, das ist genau hier drin. So, wunderbar. Okay. Okay. Wir haben noch nicht verloren, oder? Wir haben noch nicht verloren. Zieh Leine! Das Spiel ist zu Ende. Okay. Okay, bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Okay. Diesjährige Gewinner unseres Eierwettbewerbs ist Mick. Okay, ich bin der Gewinner. Ich habe aber nicht alle Eier gehabt. Eines hat jemand anders gehabt. Jetzt die große Frage, kriege ich den Preis trotzdem oder nicht? Glückwunsch, ich liefere dir deinen Preis nach Hause. Okay, kriege ich das, was ich haben will, oder kriege ich das gleich, verletze ich mir einfach nochmal? Ja, alle fleißig sein. Nee, jetzt mal, ohne Witz. Gar keine Blumensamen. Nee, sind's nicht. Ja, völlig außer Atem. Ja, leider nichts geschafft.
Ja, hätte nicht herkommen sollen. Alles klar, NSA-Kind. Schnauf. Was sagst du mir? Lass uns dieses Jahr alle fleißig sein. Also sei doch fleißig. Ja, das ist für den Körper. Ja, bitte. Ja, geh weg. Ach, hab ich das, was ich will? Oh ja, okay, ich hab's. Ich hab's. Er läuft daran vorbei. Ich geh zu Bett, gute Nacht. Robot Dance. Aber. Okay. Wir haben sie bekommen. Okay, wir haben sie bekommen. Anscheinend muss man wirklich jedes Jahr einfach nur halt gewinnen. Also im Sinne von mehr Eier haben als alle anderen, was eigentlich pissen einfach ist. Ich dachte bisher immer noch, man müsste wirklich alle Eier haben, um an diese Sache hier ranzukommen. Aber muss man anscheinend nicht. Man bekommt beide Preise auch so, man bekommt es halt nur später. Unsere letzte Powerbeere. Ich habe eine Beere des Kraftbaums gefunden. Om nom nom nom. Okay. Das bedeutet... Schauen wir in unseren Garten. Das bedeutet... Oh yeah. Ein weiteres Langzeitziel wurde erreicht. Geheimgarten betreten verboten. Ich würde jetzt mal sagen, Geheimgarten betreten nicht mehr möglich. Ja. Wir haben damit alle Beeren des Kraftbaumes. Sehr, sehr gut. Okay. Obwohl ich diese Runde diesmal echt übel verkackt habe. Ich glaube, ich habe irgendwie alles falsch gemacht, aber es hat trotzdem geklappt und das ist das Einzige, was zählt. Demnach, gut, machen wir weiter. Ab zu den Hühnern. Der letzte Tag des Herbstes und es ist ein glorreicher Regentag. Ja. Ein Regentag, morgen scheint die Sonne. Okay. Aber ein Regentag, ich glaube am ersten Winter kann es auch noch gar nicht schneien, denn ich glaube im Herbst ist der Fernseher noch gar nicht darauf ausgelegt, Sachen vom Winter anzuzeigen. Einfach jetzt mal programmiertechnisch, demnach... Was haben wir heute zu tun? Den Glockenbaum zu läuten? Abgesehen davon, ich glaube, nee, die Bürste brauche ich nicht, also nicht direkt. Ich glaube, ich brauche nochmal die Sense. Ich glaube, es können in der Tat nochmal die Felder gemäht werden. Und dann hat sich die Sache auch erledigt. Für dieses Jahr mit der Aussaat und der Ernte. Ja, Huhn. Genau, geh du mir mal an die Seite. 6 Hühner, also der Hühnerstall ist halb voll, 4 Kühe. Im Winter werden wir uns noch so leicht verbessern. Ich muss überlegen, ob nur auf 5 oder sogar auf 6 Kühe. Mal sehen. Ich meine, allzu viele Jahreszeiten haben wir jetzt ja nicht mehr. Und dann haben wir noch dieses Nebenziel des zweiten Kindes. Das ist zwar kein Primärziel von mir, vor allem da ich auch gar nicht weiß, was man genau machen muss, um das Ziel zu erreichen, 2 Kinder zu haben. Aber ich werde natürlich trotzdem weiter darauf hinarbeiten. Futter 859. Okay, das können wir gleich nochmal aufstocken. Aber das wäre auch noch so das zweite Langzeitziel dann. Ich wollte eigentlich das Ding, genau. Ein zweites Kind zu haben. Und ich glaube ganz im Ernst, dann hat sich die Sache auch schon erledigt. Das sind unsere einzigen Ziele, die wir jetzt noch haben können. Ich meine, wir können ja auch noch irgendwie auf 100.000 Goldmünzen gehen. Einfach so als persönliches Ziel, aber... Ich glaube, das ist nicht ganz so wichtig. Ansonsten haben wir mittlerweile schon in der Tat alles erreicht. Ein Kind fehlt noch. Na gut, 8 Kühe fehlen noch und 6 Hühner. Und das war's. Das war... Oh, bleib doch stehen! Meine Güte! Hier, kriegst du einen mit der Bürste. So. Und dann glaube ich, ohne Witz wäre es das schon gewesen. Bürsti. Bürsti. Und die untere Kuh, die habe ich schon gebürstet. Die untere Kuh, Juni meine ich. Die untere Kuh. Ja. Okay. Dann mähen wir nochmal unsere Felder und gehen danach vielleicht nochmal in die Berge. Muss mal gucken. Wofür wir dann noch Zeit haben. Die andere Frage ist, können wir mähen?
Wenn auch eine jetzt eine relativ wichtige Frage. Können wir überhaupt nähen? Aber es sieht so aus. Ja, können wir. Gut. Damit wir wieder schön auf 1000 sind. Auch lustig irgendwo, man muss 100 mal seinen Hund hochheben, um das beste Ende zu bekommen. Aber mir wurde nichts davon gesagt, dass ich irgendwie mein Kind auch 100 mal hochheben muss, um das beste Ende zu bekommen. Es ging irgendwie nur um den Hund. Deswegen keine Ahnung. Muss ich mein Kind auch einige Male hochheben? Komori, weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich werde es vorsichtshalber einfach mal tun. Das Kind gelegentlich mal aus der Wiege heben. Schon allein, damit ich nicht als zu schlechter Vater dastehe, der sich überhaupt gar nicht um sein Kind kümmert. Wobei, ich bin Landwirt und ich muss halt draußen viel tun. Meine Güte. Schaffen wir es? Das sieht eigentlich schon einiges besser aus, ja. Aber ich glaube, mit allen Powerbänden, die wir haben, ist es in der Tat möglich. Na, 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 na. Eins. Komm, viermal. Zwei. Komm. Drei. Oh nee, es fehlt einmal. Es fehlt einmal. Okay, dann gehen wir in die Berge. Wie spät ist das? 11 Uhr. Na super. Ich, Moment, 11 Uhr, ich bin hungrig. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, bleiben wir mal kurz hier stehen. Mitten im Regen. Und ziehen uns ein Croissant rein. Wunderbare Sache. Und was? Gut, jetzt können wir in die Berge gehen. Gut. Okay. Ja. Ja, holen wir uns noch einen Pilz oder sowas. In diesem Herbst ist es halt kaum was zu tun. Ich meine, ich hätte Holz hacken können, aber das sollte ich mir eigentlich für den Winter aufheben. Ich hätte aus den Steinen irgendwas bauen können, aber immer wenn ich aus den Steinen versuche, irgendwas zu bauen, kommt da irgendeine total merkwürdige Sache bei raus. Also, ich weiß nicht, ob das alles so richtig sein kann. Ich glaube, ich sollte Maria nicht unbedingt einen Giftpilz schenken. Dazu ist heute noch Sonntag. Also ich kann auch nicht mal einen Kuchen kaufen, aber ich könnte Maria einen normalen Pilz schenken. Ja, ich hätte ihr einfach Eier schenken können, das wäre ein kürzerer Weg gewesen, aber ach, was soll's. Bums. Okay. Machen wir es gleich nochmal. Es wird schon dunkel, ohne Scheiß. Es ist 3 Uhr. Gut, okay, nehmen wir einen normalen Pilz, bringen die Maria und dann gehen wir schlafen. Dann wäre der letzte Herbst somit auch vorbei. Ich wollte doch mal eigentlich nochmal auf die Bergspitze gehen am letzten Tag des Herbstes, aber... Naja, Moment, es wird richtig dunkel, oder? Es wird richtig dunkel, oder? Ja. Naja. Das ist so ein Scheiß aber auch. Maria? Na. Können wir dem Kind einen Pilz geben? Ach, ich glaube nicht. Hundi, magst du Pilze? Keine Ahnung. Nun denn, okay. Dann starten wir in den Winter. Let's go, unseren letzten Winter.